Guten Morgen, es ist etwas windig und wir sind auf einem Sitzstand kleinen Flohmarkt. Auf einem kleinen Flohmarkt sind wir. Ja, ist die Hölle los. Kann man ja mal sehen. Auf dem Sonntagmorgen, ne? Ja, wir gehen mal drüber. Wir schlendern mal rüber. Also. Ne? Alles Mögliche bekommt man hier. Aber es ist ein bisschen windig. Ja, alles Mögliche. Besonders cool. Hier mit der Flasche, der. Cool gemacht. Hier vorne die Dackel sind auch genial. Ein Dackel? Ducksound? Nein. Wo? Venus. Over there. Oh ja. Ja, schöne Sachen. Viele schöne Sachen. Hier wirst du durchgeknetet. Ach, alles Mögliche. Aber es ist auch. Oh. So, mal die Trump-Camps gucken, ob die Made in China sind. Es ist sehr viel, sehr viel. Viel zu viel. Da vorne war eine Reihe, die verkaufen alles aus den Kisten heraus. Für $1, Wahnsinn. Made in China, I bet. I bet it's made in China. So. Da hinten brennt Lake Havasu ab. Jetzt kommt man langsam an die Feuerwehr. Na, aber kann nicht schlecht stehen. Stunden später. Ja, recht fix, ne? Ja, also vielleicht können wir noch einen besseren Blick erhaschen. Aber das ist ja kein sensationslustiger, ne? Wenn tatsächlich die Feuerwehr kommt, die werden dann den Blick, die werden dann den Griff kriegen. Ja, wir gehen mal davon aus, dass die dann den Griff kriegen. Ja, ja. So, dann gehen wir den Gang jetzt wieder hoch. So viel Kitsch. Kitsch heißt im Übrigen auch im Englisch Kitsch. Wir können froh sein, dass wir nur begrenzten Raum haben. Ansonsten, oh. Naja, man könnte schon eine ganze Menge kaufen. Aber die letzte Reihe. Alles Mögliche bekommt man hier. Neukram, gebrauchtes, Essen. Ah, viel Kitsch. Schönen Kitsch, hässlichen Kitsch, alles. Alles. Ja. Die Sonntagmorgenbeschäftigung, nicht nur in Europa, sondern auch hier. Flummer. Okay, dann gehen wir jetzt die letzte Reihe ab. Windspiele in allen möglichen Formen und sehr schöne Windspiele. Sehr schöne Windspiele. Es sind doch noch zwei Reihen. Öffnet sich gerade, dass wir doch noch zwei Reihen abgeben werden. Ja. Viele, 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 viele schöne Sachen. Ja, schön.
So, das ist für unser Matthias. Hier mit Springergabel. Das ist mal ein Moped, wa? Der Auspuff, ne? Ein Kunstwerk, mein Lieber. Love it. Der Bigfoot, das ist immer ein schöner Camper, ne? Was man hier alles trifft. Fahrräder mit Einzylindermotoren, richtig schöne Motorräder. Sandalen vom Feinsten. Made by real hippies. So, da vorne steht der Jupp. Ja, haben wir dann erste Reihe geparkt. Dann können wir hier wieder hochgehen. Aber dann haben wir ja alles gesehen. Nur die nächste Reihe hoch. Das Feuer scheint auch unter Kontrolle. Ja, kriegen die hin. Jetzt für jeden mit dabei, ne? Für den Harley-Fan. Für den Ami-Fan. Die Männchen. Die Jungs, die es gerne bunt mögen. Das ist halt so. Sehr schön. Sehr schön. Ja. Ja, alles wirklich schön. Wunderschön. Wunderschöne Sache. Hier kannst du eine Menge Geld loswerden, wenn du das möchtest. So, jetzt haben wir ein Schnäppchen gemacht. Hier ein American Flag Kit. Wir waren bei so einem Flaggenhändler und die wollen richtig viel Asche für diese Flaggen haben. Und für so eine Poles. So, und jetzt sind wir hier noch. Bei so einem Rüstungshändler und Waffenschmied. Und bei den Fahrradfahrern. Und bei den Fahrradfahrern halten wir uns erstmal ein bisschen länger auf. Ja, aber zu dem Flaggenkit. Das war nie auf, das Ding. Und das hat uns jetzt $5 gekostet und eine neue Flagge sollte 20 kosten. Naja, so ist das eben, ne? Jetzt gucken wir uns mal ein paar Fahrräder an. Ja, ziemlich coole Bikes, aber ne, das geht bei 1500 los und bei 2.500, $3.000 auf. Hier ein schöner alter Doppeldecker. So, jetzt haben wir noch einen Gang und dann war's das. So, der letzte Gang. Und was entdecken wir im letzten Gang? Tatsächlich, eine Personenwaage. Anzeige in Kilogramm. Ja, ich habe auch viel dabei. Ich trage sehr viel. Hier, das Flaggenset. Ah, der ist so schwer. 250 Pfund. Ja. Ach guck mal, steht ja auch schon auf 10. Kann ja aber nicht stimmen. Oder? Okay. So, jetzt sind wir beim letzten Stand angekommen und nun werden wir zuschlagen. So, schon mal Papas Motorrad. Geil, ne? Der Springergabel, die erste ist geil. Oder wir nehmen ein Boot. So, da sind wir uns noch nicht so ganz einig. Ne, man kann ja nicht alles haben. Aber wenn wir ein Boot nehmen, dann haben wir den Hänger frei. Und wenn wir den Hänger frei haben, dann können wir da sowas draufstellen. Und sowas. Oder lieber die. Doch, lieber die. Ja, also wir müssen uns jetzt noch mal bereden, wie wir dann alles auf die Reihe bekommen. Oder doch lieber den kleinen hier. Ach guck mal, das ist ja auch für 4 Leute, das ist ja viel zu groß. Der kleine ist doch cool, für 2 Leute und für die Hunde. Platz genug, mit Straßenzulassung sehr wahrscheinlich. Und dazu nehmen wir ein Boot, den alten hier. Only rental? Okay. Also der verleiht das Ganze nur. Na gut.
Okay, it's for sale. So, jetzt müssen wir mal in nähere Verhandlungen treten. Vielleicht kaufen wir uns ein Boot. Hm? Ja, auf dem Flohmarkt. Dieses Paket. Gekauft für $5. Für $5. Und das war noch nie auf. Das Einzige, was wir wissen, ist das hier. Und wir wissen, dass die chinesischen Flaggen teuer sind. Und dieses hier ist original Made in America. Jetzt habe ich das gerade aufgeschnitten und jetzt kommt der Moment, wo wir alle mal da reingucken. Zum ersten Mal seit 60 Jahren? Seit wie lange auch immer. So, das ist es. Eine richtig Aber gute, eine originale, richtig gute Flagge. Cotton Pioneer aus Pennsylvania. Mit Stangen. Mit Stangen, mit Adler, mit allem drum und dran. Und eine gute Flagge. Oh, guck mal, hier waren sie schon zu fressen. Ja. Also das Paket war vorher nie auf. Und das sieht aus wie aus den 50er. Ja, ich guck mal, ob wir ein Datum finden. Ja. Für $5. Und dann haben wir da noch so einen Helm. Der ist aber nicht für uns.